Hallo, willkommen. Ich bin Romina. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich zeige euch heute mein buntes Zuhause in Berlin. Kommt rein! Ich bin Digital Sales Managerin bei einem Musiklabel in Berlin und ich lebe hier in der Wohnung seit 6 Jahren zusammen mit meinem Mann. Kommt mit, ich zeige euch jetzt mal das Wohnzimmer. So, hier sind wir jetzt im Wohnzimmer. Das ist eigentlich der Ort, an dem wir uns am meisten hier in der Wohnung aufhalten. Hier verbringen wir gemütliche Abende, hier entspannen wir uns. Und ja, eigentlich auch der Raum, den ich am meisten mag, einfach weil er am gemütlichsten ist. Ich würde meinen Interior-Stil als einen Mix aus vielen Dingen beschreiben. Ein bisschen Scandi, ein bisschen Vintage, ein bisschen alt, ein bisschen neu. Lieblingsstücke gepaart mit günstigen Stücken. Ja, es ist einfach ein guter Mix aus allem und uns gefällt's. Ich glaube, dominant ist vor allen Dingen die Farbe Grün, vor allen Dingen durch die Pflanzen, aber auch durch so Statement-Pieces wie beispielsweise unseren Sessel. Und das Ganze paare ich immer mit ja, gemütlichen Textilien und Strukturen in eher gedeckten Farben, sodass dann ja, die Knallfarben für sich stehen können und für sich sprechen können. Gleich zeige ich euch noch den kleinsten Raum der Wohnung, aber vorher nehme ich euch einmal kurz mit in diese Ecke und zeige euch da eine Besonderheit. Neben dem Bücherregal, wie ihr seht, was ich nach Farben sortiert habe, ist eine kleine Macke von mir. Auf der Seite seht ihr ein ganz besonderes Stück unserer Wohnung. Das ist nämlich das erste DIY, was ich hier ja selber gebaut habe. Und zwar ein Plattenregal, denn ich wollte immer einen schönen Platz für meine Platten haben und habe einfach ein ganz einfaches Regal genommen, habe Beine angeschraubt, um dem Ganzen so einen Mid-Century-Touch zu geben. Und das ist auch tatsächlich die einzige Ecke bei uns in der Wohnung, die seit dem Einzug unverändert ist, einfach weil ich sie immer noch so gerne mag. Ja, ich liebe Musik sehr, natürlich auch berufsbedingt und konsumiere Musik wie alle von uns größtenteils digital. Finde es aber trotzdem toll, wenn man zu Hause ist, einfach mal eine Schallplatte aufzulegen. Dann gibt es dieses schöne knarzende Geräusch. Man hat dieses Ritual, man legt die Platte auf, man macht sie an und ja, hört Musik, finde ich, dann einfach noch mal bewusster. Als nächstes gehen wir in unser Ess- und Arbeitszimmer. Hier verbringen wir gerne Zeit mit Freunden, wenn wir Besuch haben, aber nutzen dieses Zimmer eigentlich auch für alle möglichen anderen Sachen. Beispielsweise spiele ich hier auch Cello. Das habe ich vor kurzer Zeit angefangen und ist für mich ein ganz schöner Ausgleich zum Job, um abends einfach mal runterzukommen. Ich spiele aber nur für mich, weil ich nicht besonders gut spiele, aber es macht einfach Spaß. Dieser Raum hat, seit wir eingezogen sind, schon einiges an Veränderungen durchgemacht und mir ist beim Einrichten immer wichtig, dass man mit ja, kleinen Elementen einen Raum auch schnell mal wieder verändern kann. Das kann ein neuer Teppich sein, das können andere Kissenbezüge sein, das kann aber auch mal sein, dass man den Tisch einfach mal anders hinstellt und das sind so kleine Effekte, die aber dann auch irgendwie eine große Veränderung ausmachen und einem Raum einfach einen neuen Look geben. Ich liebe Pflanzen. Wir haben auch einige Pflanzen hier bei uns in der Wohnung, vor allen Dingen auch große Pflanzen. Ich finde, die geben einem Raum auch nochmal das besondere Etwas und ja, Frische. Und man kann damit, finde ich, die gesamte Einrichtung ein bisschen auflockern. Und wenn man das Gefühl hat, es fehlt noch was in einem Raum, ist oftmals die Lösung, einfach eine Pflanze hinstellen und es sieht super aus. Ich bin ja ein Fan von echten Pflanzen und Blumen in der Wohnung, aber wie seht ihr das? Seid ihr eher Team echte Pflanzen oder vielleicht auch Kunstpflanzen? Schreibt es doch mal in die Kommentare. So, jetzt zeige ich euch noch mein Homeoffice. Hier in der Ecke habe ich mir einen kleinen Arbeitsplatz eingerichtet, einfach weil ich noch einige Tage die Woche von zu Hause aus arbeite und das geht hier perfekt.
Wenn wir weitergehen, seht ihr hier unseren riesen Kleiderschrank. Der ist groß und nicht besonders hübsch, aber es ist für uns einfach eine perfekte Stauraumlösung, weil man hier einfach sehr viel unterbekommt. Aber bevor wir in die Küche gehen, habe ich euch ja versprochen, euch den kleinsten Raum unserer Wohnung zu zeigen. Tada! Er ist nicht groß, aber ich habe mich ein bisschen ausgetobt und es ist auch der einzige Raum in unserer Wohnung, in dem die Wände gestrichen sind, einfach weil ich mich bei den anderen Wänden nicht getraut habe und sie weiß lassen wollte. Aber hier im Bad habe ich mir gedacht, egal, hier kann ich mich austoben und habe einfach mal jede Wand in einer anderen Farbe gestrichen. Und hier an der Seite seht ihr noch einen kleinen Trick von uns, den wir angewandt haben. In Altbauwohnungen hat man ja manchmal Teile, die nicht ganz so schön sind. In unserem Fall war das ein Stromzähler, den wir verdecken wollten. Und da haben wir einfach diese Holzverkleidung gebaut, um das so ein bisschen zu verstecken. Und jetzt gehen wir in die Küche. Kommt mit. Hier sind wir jetzt in unserer Küche. Hier sind wir nicht ganz so oft, weil wir beide nicht so gerne kochen. Aber das ist auf jeden Fall unser Place to be, wenn es um Kaffee geht. Hier trinken wir unseren Kaffee morgens, mittags, abends und ja, werden wach. In unserer Küche gibt es zwei Dinge, die einem wahrscheinlich sofort ins Auge springen. Das ist zum einen der Boden mit dem Schachbrettmuster. Das ist auch eins der Dinge, in die ich mich sofort verliebt habe, als wir die Wohnung das erste Mal angesehen haben, weil ich schon immer so einen Boden haben wollte. Und die zweite Sache ist der Kühlschrank, der giftgrün ist und auf jeden Fall eine Farbe hat, die einem sehr auffällt. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich ihn mir nochmal so aussuchen würde, aber es war eines der ersten Dinge, die wir gemeinsam für unsere Wohnung gekauft haben. Insofern hat er auf jeden Fall einen emotionalen Wert. Jetzt nehme ich euch mit zum Balkon und das Ganze machen wir wie bei MTV Cribs in doppelter Geschwindigkeit. So, hier seht ihr jetzt unseren kleinen Balkon. Klein, aber fein. Er ist gerade auch noch etwas im Winterschlaf, aber ich freue mich schon auf den Sommer und reicht auf jeden Fall, um hier ein Getränk einzunehmen und zu entspannen. Das war's von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht sehen wir uns ja mal wieder. Macht's gut!